stehe hier mit Bo Teichmann, dem, was sagst du gerade, The Face von J-Boats, auf der neuen J99 Weltpremiere, habe ich gehört. Wir stehen hier mitten in Halle 15. Hier ist der J-Boat-Stand, J70 an der Ecke unten. Unten ist gerade J70-Versammlung. Groß, ne? Ja, und du wolltest mir einmal zeigen, was die Weltpremiere der J99 hier ausmacht. Erzähl doch einmal erstmal ein bisschen was über das Boot. Das ist wirklich jetzt neu. Ich meine, es gibt eine J70, eine J88 und eine ganze Palette. Genau, es waren alle Nummern waren belegt, deswegen blieb nur noch die 99 über. Ja. Und so ist es denn die 99 geworden. Ja. Nein, so ist es nicht, sondern J-Boats hat Anfang des letzten Jahres eine Umfrage mit allen J-Boats-Eignern, mit J-Boats-Interessenten gemacht. Und dabei ist eigentlich herausgekommen, dass ein Boot zwischen 9 und 11 Metern, dass da eine Lücke ist, die Eigner suchen oder die Interessenten suchen, und daraufhin haben sie dann eben gefragt, okay, wie sportlich muss das Boot sein, wie komfortabel muss das Boot sein, wie nutzt ihr euer Boot, und das Ergebnis daraus ist dann eben jetzt hier die neue J99, also quasi ein Boot nach Kundenwunsch. Ja. Es war Ziel bei dem Boot, dass du mit einer kleinen Crew, wie immer mit J, schnell unterwegs bist. Das sehen wir nachher im Cockpit, dass wirklich das Cockpit-Layout auf zwei Leute abgestimmt ist. Dass wir natürlich von Jay, wie wir es kennen, mit dem Gennaker segeln. Der ist aber in diesem Falle das erste Mal als fixe Version vorhanden. Das hat damit zu tun, dass insgesamt bei dem Schiff auch ein Augenmerk auf die Kosten gelegt wurde in der Produktion, wo eben einfach ein fixer Bugsprit. Genau, den kann man hier mal angucken. Stimmt, sonst ist immer Bugspriet zum Ausfahren. Hier habt ihr den jetzt. Ist schon Kohlefaser, ne? Genau, ist Kohlefaser. Ist fest, der soll auch nicht irgendwie abbrechen. Sieht sehr, sag mal, solide aus. Ist auch noch nicht abgebrochen wahrscheinlich. Ne, bisher nicht. Auf der Messe ging es noch. Ja, genau. Noch ohne Druck. Ja, das ist schon mal eine Neuerung, ne? Ja. 99 beziehungsweise knapp 10 Meter, hört sich double-handed, sagst du schon, hört sich auch an, dass ihr euch um diesen Slot, wo ihr alle nachgieren, sag ich mal, wäre natürlich ein schönes Ding, wenn jetzt double-handed viel gesegelt wird, wobei es ist ja ohnehin ein Trend, double-handed, ne? Oder mit kleiner Crew. Oder? Es ist definitiv ein Trend und es ist besonders in Deutschland ja ein sehr angenehmer Trend, der da gerade entsteht, weil ich finde, da entsteht sehr viel Enthusiasmus in dem Bereich, dass also Leute ihre auch bestehenden Boote umrüsten und versuchen zu optimieren und sich irgendwie Dinge von anderen Booten, auch zum Beispiel von Jay, von dem 3D Foxtrot-System zum Beispiel, sich irgendwie was abgucken. Das ist, also das ist ein schöner Trend. Ja. Und ob das Boot olympisch wird oder nicht, das haben wir sicherlich nicht in der Hand. Ja. Also hier könnt ihr das eben sehen. Also es ist jetzt eigentlich recht klassisch. Ja. Du kannst, die Foxtrot kommt hier durch, du kannst den Hohlepunkt, entweder ziehst du ihn nach innen oder du kannst hier eben über die Umlenkung hier unten, kannst du sie nach oben oder unten verstellen. Also du kannst mit der Fock einfach viel mehr spielen, als wenn du es ganz klassisch über den Hohlepunkt fährst. Und Rollenblöcke sind längst out, oder? Ja. Nicht aber fast, ne? Ich meine, da ist kein Kugellager, da geht nichts irgendwie kaputt. Genau, da geht nichts kaputt. Ist leicht. Du weißt, wenn was kaputt geht, dann siehst du es von außen, weil das könnte maximal hier irgendwie das Dynema sein, was ein bisschen durchgescheuert ist. Also es ist vom Handling und vom Service eben deutlich simpler. Du sagtest hier am Mast, das wäre auch nun eine der... Genau. Neuerung so ein bisschen, woher? Genau, also wir haben hier, das Besondere bei dem Mast ist, dass wir haben in der Standardspezifikation immer einen Aluminiummast. Der hat natürlich gegenüber einem Carbonmast ein anderes Biegeverhalten. Jay hat hier die Neuentwicklung zusammen mit AG Plus gemacht, dass also die Schiene ein Teil des Profils ist und entsprechend eben auch Steifigkeit in den Mast gibt. Das hat den Vorteil, dass der Mast gegenüber einem standardmäßigen Carbonmast nur 20% schwerer ist, aber die Biegekurven gegenüber einem
Carbon-Mast in der Einstiegspreislage eben deutlich besser ist. Also relativ steif ist er genau, noch? Genau. Nach hinten? Genau. Und ja, du sagst, was sagst du, 20%? 20%. Ja. Also Kohlefaser ist immer noch ein teurer Faktor, oder? War ja, das ist ein teurer Faktor und das ist, also ein Kohlefasermast ist natürlich auch nicht gleich ein Kohlefasermast. Ja. Also da ist ja auch momentan, finde ich, auf dem Markt sehr viel Gespräch, sehr viel Diskussion. Ich habe einen Kohlefasermast, aber wenn man da mal ins Detail geht, dann ist das schon teilweise fragwürdig, ob das alles so eigentlich okay ist und sinnvoll ist. Ja. Weil viele Kohlemasten, die werden ja auch aus verschiedenen Lagen, sag ich mal, zusammengebaut. Andere werden, sag ich mal, beim Finding werden die gewickelt. Das ist viel einfacher in der Produktion. Genau, und das ist natürlich, also gewickelte Masten oder so, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie groß ist das Boot? Und Jay hat sich eben hier für den Alumast entschieden mit dem Profil, was, glaube ich, eine sehr, sehr gute Variante ist. Ansonsten relativ sparsam hier, ne? Das ist ja alles J-typisch einfach. Genau. Das ist das Spinlock-System für die Fallen auf Deckgelenk, ne? Niederholer. Sehe ich hier so. Klar, das Cockpit ist auch, das ist ja eigentlich wie eine große J-70, ne? Genau. Also jeder, der J gesegelt ist, vielleicht keine J-24, aber ansonsten wird er sich hier wohlfühlen und wird das alles kennen. Ja. Und von der Positionierung eben so, du bist als Steuermann, hast du Zugriff auf die Großschot, aufs Achterstach, auf die, auf den Traveler und eben auch auf die Fockwinch. Also das ist einfach super zentral hier. Und du kannst selbst mit dem Pinnenausleger einfach mit dem langen Arm kommst du eben auch hier an die Fallwinchen ran. Ja, stimmt. Das ist einfach nochmal im Einhorn drin. Wollen wir mal runter gehen? Oder geh du mal vor? Ja, geh mal vor. Soll man ja auch drauf wohnen können, ne? Jo. Ist ja durchaus, das machen die Menschen ja auch, ne? Also ist ja jetzt nicht so spartanisch wie die kleine 70, sondern ist so eine wunderschöne Lampe. Genau, die Lampe ist nicht in der Standardspezifikation. Nicht dabei. Muss ich gleich dazu sagen. Aber doch bestimmt das Kaffee sind. Ja, das kriegst du dann mit dazu. Ja, genau. Hier die Pantry. Genau, wir haben eine L-Pantry mit einem schönen großen Fach. Schönes Kühlfach, gut für Getränke. Ja. Ja. Dann haben wir einen 2-Flammen-Gaskocher, haben eben 2 große Achterkojen, jeweils für 2 Personen. Ah ja, hier hinten. Die Salonkojen sind 2,10 Meter lang, das heißt, also die kannst du dann eben auch noch zusätzlich nutzen. Kannst hier die Polster wegnehmen, so wie man das kennt. Ja. Kannst hier noch dann schlafen. Wie viele Menschen können denn hier drauf schlafen? Wenn du willst, zu 6. Also wenn du dich magst. Ja, ja, okay. Stimmt. Und das Vorschiff ist eben leer, da ist keine Koje drin. Ach so. Müssen wir auch hier nochmal gucken. Hinter dem Schotter ist dann die Toilette. Ah, hier ist das Klo. Genau. Okay. Weil normal wohnt man doch eigentlich eher vorne, ne? Ja. Bis jetzt. Ja. Aber dadurch, dass sie eben das Shot etwas weiter nach vorne gesetzt haben, wirkt der Salon natürlich größer. Ja. Und dann hast du vorne keinen Platz mehr für eine Doppelkoje. Ja, und hinten 2 Doppelkojen. Genau. Ist ja auch nicht normal, ne? Oder? Nee, und das Boot ist eben 9,90 Meter, also dass du jetzt mit mehr als 6 hier dann schläfst. Ja. Macht man ja nicht, ne? Ist die Idee dann auch, wie die anderen Jays, Jay steht für One Design eben, oder ist das... Also, kriegt man da genug Boote zusammen? Oder? Also obwohl es aus der Sports Range kommt, ist es das erste Boot, was nicht als One Design gedacht ist bei Jay, weil es unterschiedliche Varianten gibt. Du kannst einen Single Rudder, du kannst einen Double Rudder bestellen, es gibt 2 unterschiedliche Kiel-Varianten, es gibt 2 unterschiedliche Bugspritlängen, Spinnaker oder Gennaker. Also es sind Varianten da, die eigentlich ein One Design Segeln nicht möglich machen. Und das wäre ja eher doof für einen Olympiaspot. Es sei denn eben, es ist so, dass es definiert wird, was es sein soll. Okay. Dann kannst du aus dem Boot hier natürlich auch schnell ein One-Design machen. Ja, okay. Weil ich meine, das ist ja eigentlich einer eurer Vorteile, würde ich denken. Ich weiß, ich hatte mit dem Rodion Luca mit seiner L30 gesprochen. Ja. Er sagte eben, ja, er hätte so den Vorteil, der natürlich auch auf diesen Spot irgendwie zielt. Er hätte so den Vorteil als kleine Werft und auch als Olympiasegler, dass sie dieses One-Design-Prinzip vielleicht noch viel besser machen könnten als die großen Werften. Andererseits,
J steht dafür mit ja. J70, mit, ja, mein alles, J... J70, 111. J80, ja. Es gibt die 111 bei den Großen, ja. Die alte 109, ja. Die ja jetzt nicht mehr gebaut wird. Also könnte ja schon, sollte der ja, können, ne? Ja, ja, das, ja. Das können wir. Mhm. Und eine große Thematik ist natürlich auch, dass die Boote ähnlich sein müssen, was vom Gewicht, was ja. von der Bauqualität und so weiter, mhm. Dann natürlich echt eine Rolle spielt. Mhm. Das, glaube ich, ist ein Punkt, der bei vielen auch nochmal hinterfragt werden muss, mhm. inwiefern das geliefert werden ja. kann. Und wir sehen es ja bei der J70. Mhm. Also ob du jetzt ein altes Boot hast oder du hast ein neues mhm. Boot, es gibt immer ein paar Italiener, die das irgendwie können. Und es gibt auch ein paar Italiener, aber, die ihr Boot dann schon mal, genau. Naja, wollen wir mal sagen, ein bisschen modifizieren genau. und auch schon mal erwischt werden, soll es ja auch irgendwie geben. Aber okay, ja. das ist gehört auch zum Sport, wie Doping dazu. Genau, das ist ja in jeder Sportart naja, so. Also wenn kriminelle Energie hat, dann ja. ja, ja. ja. Aber es ist jetzt nicht eine Werftgeschichte gewesen. Nein, naja, nee, definitiv ja, nicht. Und ja. da haben sie auch schön durchgegriffen. Ja. Das war ja mal ein guter Call ja, ja. an die Klasse. Genau. Ja. ja, spannend. Hast du sonst noch Motor? Wollen wir da noch mal in den Motor reingucken? Das finde ich ja. Ja, es gibt so einen 20 PS Volvo Penta Innenborder. So. Mhm. Da ist das ein Stück. Ja. Oh ja. No? Okay, das ist aber wahrscheinlich, unterscheidet sich das irgendwie von den anderen Motoren, sag ich mal, auch für die ihr sonst verbaut? Oder nö. Ist das irgendwie, ne? Nö, das ist eigentlich nichts, das ist ein Standardmotor. Ja, in der Mitte ist. Europäische Werften, also J-Composites, das Boot kommt ja aus Frankreich. Ja. Baut halt eben hauptsächlich Volvo Penta ein. Okay. Also ganz, ganz gängiges okay. Modell. Wie ist die Resonanz schon auf. Ich mein, die Resonanz ist ja. super. Ja. Also, Bau Nummer 1 wurde ja gerade vor Weihnachten in England noch gesegelt. Mhm. Jetzt wurden schon bis Bau Nummer 40 wurde jetzt verkauft. Okay. Also das, also weltweit. Ja, ja. Leider. Also ist es noch nicht alles deine Wohnung. Ist noch nicht, nee, genau nicht alles Markt nach Deutschland, überflutet. Aber aha. wir sind auch schon ganz gut dabei, eben auch Ostsee, mhm. Bodensee. Also ist auch erfreulich, dass okay. das eben sowohl auf den Seen als auch eben auf dem wilden Meer dann eben genutzt wird. Schauen wir mal, was geht. Gut, Bo, das soll es erstmal gewesen sein. Bin gespannt, ob wir das Meer noch auf deutschen Gewässern dieses Boot sehen werden. Aber ja, wir würden uns freuen. Danke dir. Danke.